Recht herzlich willkommen zur 101. Folge von Goebbels Space Programm. Ich habe es geschafft, das Kerr schon mal zu zerschießen. Da muss ich dann wohl die Tage dran und das mal gucken, wie ich das wieder hinkriege. Wir sind aber hier und ja, versuchen mit dem Teil hier unten jetzt das hinzukriegen, dass wir irgendwo hinkommen, wo es klappt. Ne? Ich habe den Navbar schon umgeschossen. Umgeschossen, genau, alles klar. Umgestellt, muss jetzt gerade gucken, dass ich hier irgendwie das Ding wieder hinkriege, wie ich es haben will. Ich weiß gar nicht. Irgendwie Backspace haben wir schon. Focus Moon Rescue V4 passt. Und ich muss jetzt, der Dralo hat mir das geschrieben, ich bin jetzt momentan total durcheinander damit. Weil, ja, irgendwie habe ich seinen Stream angeguckt, weiß genau, was er gemacht hat, was ich ändern muss. Und er hat mir aber geschrieben, was ich tun muss in den Kommentaren. Ja, da müssten wir jetzt mal gucken. Arbeiten wir das aus den Kommentaren ab, das macht vielleicht am meisten Sinn. Da hat er mir genau einen Schlachtplan hingeschrieben, wie ich vorzugehen habe, ne? Nochmal checken wir das. So. Wir müssen Orbit größer, kleiner wählen. Jetzt ist hier ist ja alles schön bunt, ne? Und ich bin hier schon auf der gleichen Ebene und das ist schlecht. Das heißt, ich muss ein Manöver machen und muss erstmal da wieder wegkommen im Endeffekt. Ne, das ist auf der Seite schon mal verkehrt, das muss ich da machen. So, jetzt macht er das nicht, weil ich bin im falschen Fahrzeug. Kann das sein? Das muss ich erstmal checken. Nein. Das andere hatte keinen Sprit mehr, also ich bin im richtigen Fahrzeug. Das heißt, wir müssen hier hin, da ein Manöver machen und größer brennen. Gut. Größer brennen wie unser Ziel. Das ist unser Ziel, ne? Ah, da ist jetzt das erstmal, was ich weg haben will. Ah, das kann ich auch hier wegmachen, ne? Ja. Irgendwie irritiert mich jetzt hier was. Unset Target. So, jetzt ist das, was ich haben wollte. Das machen wir alles weg. So, jetzt sind wir erstmal von allem weg. Ich möchte da als erstes Manöver setzen und möchte ganz einfach hier wieder größer werden wie der andere. So, Dralo sagte ruhig ein bisschen mehr hier, nicht nur 1000 Meter, sondern mehr wie 1000 Meter. Gut, da müssen wir dafür hier ausrichten, dass das klappt. Das machen wir als erstes. Gut. So, passt. Warp to next Manöver. Machen wir. Und dann können wir da erstmal brennen. Jetzt sind wir ein bisschen größer, ist aber egal. Das war jetzt nicht so spielentscheidend. Das Manöver weg. So, neues Manöver dahin. Und den hier unten größer brennen dann. So. Okay. Das sollte gut sein. Warp to next Manöver. Machen wir. Müssen dann gleich hier ausrichten noch. So. Rüber. Da ist unser Ziel. Ist ja fast schon das gleiche wie. So. können wir sofort machen, oder? Ich glaube, wir sind ein klein bisschen aus der Richtung her. So. Passt. Und
Machen wir. Fertig. Reicht. Kann weg. So. Das war das. Größerer, kleiner Orbit wählen. Haben wir gemacht. Zirkularisieren. Inklination anpassen. So, jetzt müssen wir schauen, wo der andere ist. Das war der, ne? Genau. Set as Target. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier haben. Das ist 03. Da genauso wie da. Das müssen wir jetzt erstmal ändern. Ja. Und dafür müssen wir. War das hier hin? Add Manöver. Nee, das war jetzt. Komm schon, komm nochmal. Add Manöver, so. Und dafür müssen wir jetzt hier was ändern. So rum. Und das sollte so passen, ne? Gut. Dann. Ja, Warp hier. Nee. Doch, passt. Müssen wir da unten ausrichten. Ne, andersrum. Runter müssen wir. Dahin. So. Zack, zack. Passt. Das ist nur ganz kurz. Müssen wir einmal da anmachen und wieder ausmachen. So, wunderbar. Das weg haben wir. So. Das war das. Node setzen und einen Schnittpunkt erzeugen. Add Manöver. Und einen Schnittpunkt erzeugen. Stopp, da sind wir schon viel zu schnell. So, Schnittpunkt erzeugen. Zu viel? Nee. Wie geht das jetzt hier weiter? Das ist die Frage. Da oben haben wir. Schnittpunkt erzeugen wäre so. Da, so. Jetzt haben wir hier noch einen Merker. Und da ist auch noch einer. So viele Marker, ne? Und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier so verschieben. Jetzt habe ich den wieder falsch angepackt. Alles klar, hat sich erledigt. Der zeigt mir jetzt auch so viel hier an, dass mir das schon zu viel ist. So, nochmal das Ganze. Add Manöver. Ich muss ein klein bisschen kleiner werden erstmal. So, da sind jetzt Marker. So, und jetzt muss ich den ganzen verschieben und gucken, wo es besser wird, oder? Oh, irgendwie ist, glaube ich, meine Maus hin. Nicht nur Tastatur bei Dralo, sondern bei mir die Tastatur-Maus. So, hier sehe ich jetzt aber nichts an den Dingern. Warum nicht? Da. 400. 34 Kilometer. 428. So, wird besser, wird schlechter. 442. 437. 432. Bin ich auf der falschen Seite vielleicht? Muss ich es da machen? Oder hier besser machen? Vielleicht da oben? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen falsch unterwegs bestimmt. Aber irgendwas. Das ist schon passend. Separation 465.
Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Wo ist das passend? Nee, auf jeden Fall nicht. Da gibt es gar keine Annäherung, ist klar. Ich glaube, das Problem ist, wir müssen noch weiter hier raus. Obwohl es ja eigentlich jetzt schon weit auseinander ist, ne? Also. Den weg. Tja. Und wie kriegen wir den hin? Gute Frage, ne? Vierhundertfünfunddreißig steht da jetzt. Jetzt drehe ich den mal nach da. Was steht dann da? 471. Ist also schlechter geworden. Ja. Oh, das war jetzt wieder der falsche, ist klar. Weg. Add Manöver. Zu viel. Vierhundertsechzig, 465. Vierhundertsechzig. Ich glaube, das kann auch gar nicht anders gehen mehr. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir gerade eine ganz schlechte Flugbahn dazu haben. So, das bedeutet, den weg. Weg. Und Warp hier. Nach vorne ausrichten. Und wir machen den mal größer. So. Und jetzt müssen wir erstmal einfach nur vorankommen. Wenn wir irgendwo eine andere haben wie der. So, jetzt probieren wir nochmal ein Manöver. So, da, da, 382. Super. Ich glaube, das ist jetzt noch eine Runde mehr wert, ne? Jetzt nochmal auf ein neues geguckt. Ups, das war schon zu viel. Kilometer. 105, 110. Ich kann ja auch rechts klicken, dann sehe ich das ja, ne? So. Ja, wieder den falschen erwischt. Das war es dann wieder. Nochmal Manöver. So. 95 steht da jetzt. Ich möchte jetzt nicht den roten haben. Drei ist er jetzt angesagt. Ich habe ihn wieder erwischt, glaube. Nee, ich mache mal jetzt hier hinter. Das war zu viel des Guten. 400. Ja. Ich glaube, da können wir noch mal eine Runde fliegen.
mach den weg. Add Manöver. So, jetzt kommt da einer auf mit 486. Toll, ich weiß auch nicht, warum ich das immer schaffe zu klicken. Warte, wir müssen erstmal noch kleiner werden. So. 478. Das bringt also nichts. Das ist jetzt mehr geworden, aber da müssen wir auch noch ein bisschen kleiner werden. Ja, dieses immer Geklicke. Ja, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Weg. Ich glaube, wir müssen da noch mal was ändern. Zack. Ja, schön, dass meine Maus jetzt gerade wieder nicht geklickt hat. Ne? Das ist wieder herrlich. Sonst klickt es an jeder Ecke und Kante und jetzt wieder nirgendwo, ne? So. Wo ist denn der zweite? Hier mit versteckt oder was? Ja, 215. Toll. Wird also mehr. Bringt auch nichts. Jetzt sind wir an dem Manöver vorbei. Ich sehe aber keins mehr. Jetzt geht das Manöver nicht mehr. Ja, ich krieg's nicht mehr hin. So, 250 ist viel zu groß. Ich kann das zwar kleiner machen hier. Das ist jetzt zu viel gewesen. Jetzt muss er da, kommt er jetzt. 208 ist die nächste Annäherung. Die bringt mir überhaupt nichts. So, schneller. So, mal langsamer gucken, was jetzt hier bei rumkommt. 208. Also sonst kann man das anklicken. Irgendwas ist hier faul mit meiner Maus. Ja, jetzt geht es gerade nicht, weil ich Speed drauf habe. Wofür sind diese beiden Bilder da eigentlich dran? Ne? Jetzt war er da. Ja. Das ist verzweifelt, ne? So, jetzt wird er angezeigt. Jetzt kriege ich das wieder nicht hin. Ey, was war das? Stop, 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 stop. Weg. So, ich habe wieder 412 Kilometer. Es ist zum Mäusemelken. Irgendwie kriege ich es nicht hin.
Das war falsch. So. Jetzt fliegen wir bis nach da. Oh, ab hier. Hat es hiermit zu tun, dass ich gerade hier wieder nicht richtig ausgerichtet war? Nee, ne, das war jetzt erstmal egal, glaube ich. Jetzt mache ich den Kreis da erstmal größer. So. Add Manöver. Langsamer. So, jetzt haben wir hier was. Hey. 66,1 Kilometer. Das ist doch jetzt schon mal was Annehmbares, oder? Da wird er größer und da ist dann zu weit weg, ne? Achso, wir müssen ja dann noch ein bisschen kleiner werden. So sieht's aus. 45. So. Dreißig. Also, das ist, weil wir dann eine falsche Umlaufbahn haben in dem Sinne, ne? Ja, ich glaube, wir können das dann da erstmal wieder ändern. Nehmen wir hier. Noch kleiner machen. 18,2 steht da. Das war falsch. So. 7,6, das ist ja schon fast grandios für uns, wa? Zwei Kilometer. Ich glaube, jetzt müssen wir ganz schnell was machen. 2 Kilometer hört sich für mich ja schon gut an, ne? Ausschalten. Wo ist er? Da ist er. Wir sind schon drüber über den Zeitpunkt. Zack. Und wie viel haben wir jetzt? Ist die Frage, ne? Ist jetzt alles weg oder was? Ja. Nee, da ist es ja. Wenn ich jetzt ein bisschen. Meter. Das ist doch top. Das lasse ich so. Ja, jetzt haben wir es dann irgendwann auch nochmal hingekriegt. Nach weiß ich wie vielen Anläufen. Und da mal 600 Meter, das ist für mich ja schon grandios, würde ich sagen. Das lassen wir erstmal so stehen. Und ja, ich muss gucken, dass ich das Care wieder zum Laufen kriege. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht geht. Keine Ahnung. Den Nuffball in der Karte, das habe ich jetzt wenigstens schon geschafft, dass der da ist, ne? Wie viel Sprit haben wir denn noch drin? Na, okay, da ist noch was da. Da kriegen wir noch was hin. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.